Hallo Stier, herzlich willkommen hier zu deiner Monatslegung Juli 2023. Stier, kurzer Einblick in die Energien, ja, von der Person, die du vom Sternzeichen Stier kennst, deine eigenen Energien, ältere Generation, fühlt euch alle willkommen und fühlt euch einfach jetzt in eure Energie rein, aus der Ehrlichkeit heraus und erlaubt meinen Karten, euch die Botschaften mitzugeben, die wichtig sind für euch als bewusste Menschen, aber auch für euer Unterbewusstsein. Stier, wow. Wir haben einen Stier, der im Monat Juli eine Ferne in Angriff nimmt. Das heißt, es kann sein, dass du jemanden verlässt, dass du umziehst, ja, dass du vielleicht aus einer schwierigen Situation herauskommst, dass du zielstrebig, neu orientierend dich nach etwas anderem umschaust, was dir gut tut. Wir reden jetzt nicht nur Gefühle, Arbeitstechnik, ja, Liebe, sondern mit dir selber. Was ist das, was du gerne machen möchtest? Zwillingsenergie habe ich hier ganz markiert, okay? Alles das, wo das Leben dir sagt, nimm die Zügel in die Hand, schreite nach vorne, kehre nicht zurück, sondern lebe die Erfahrung deines Lebens aus der Stärke heraus, aus der Kraft heraus, aus der Überzeugung heraus. Stier, Monat Juli bietet dir Buchstabe S und M, könnten vielleicht schon mal von Bedeutung sein. Muss nicht, kann aber. Es ist wichtig, dass du hier im Monat Juli Vertrauen hast. Vertraue darauf, dass die Finanzen laufen. Vertraue darauf, dass die Beziehung läuft. Vertraue darauf, ja, dass die Regeln des Universums dich immer wieder erfüllen werden. Vertraue darauf, dass die Gesundheit kommt, der Schutz kommt, die Liebe, die Sexualität, die Sinnlichkeit, die Intelligenz. Das Einzige, was du brauchst, ist ein bisschen Weitblick. Schaue, ja, über den Tellerrand hinaus. Nehme dir die Scheuklappen von den Augen und schaue weiter nach vorne. Stier, Kinder sind wichtig, Enkelkinder, Neuerungen. Eine Nachricht kommt auf dich zu. Jemand möchte mit dir in Kontakt treten oder du trittst mit jemandem in Kontakt. Zwilling, Waage, Wassermann, Widder, Löwe, Schütze, Stier, Jungfrau, Steinbock. Okay, Krebs, Fische, Skorpion, alle Energien sind schon hier. Ich sehe einen Stier, Power. Ja, ein Stier, der seine Finanzen wieder reguliert. Ein Stier, der wieder in den Flow kommt. Aber ein Stier, der auch viel dafür gegeben hat, ja, familiäre Situationen anzugehen, zurückzulassen und zu erneuern. Ein mega geiles Kartenbild, wo ich sage, Wahnsinn, Stier. Wir fangen an. Stier, am 1. haben wir einen Neubeginn. Mit dem Ast der Schwerter reden wir schon von Strukturen zurückzulassen, Denkmuster, Glaubensrichtungen. Ja, und mit der Karte des Wagens haben wir gleichzeitig eine Bewegung. Das heißt, du wirst aktiv in verschiedensten Hinsichten, die wertvoll sind, anzugehen. Wir haben einen Stier, der um den 5. herum, also vom 1. kommt eine Organisation, eine Planung, es kommen Angebote, es kommen Reha, es kommen Operationen, es kommen viele Geschichten, ja, die anzugehen sind oder die du hinausgezögert hast. Die sehr spirituellen Stiere, auch die ältere Generation, für euch heißt es die Leichtigkeit entfacht. Okay, ihr habt die Möglichkeit, über euch hinaus zu wachsen. Ihr habt die Möglichkeit, Vergangenheit zurückzulassen. Ihr habt die Möglichkeit zu lachen. Wundervolle, heilende Energien kommen für alle Stiere auf euch zu. Aber es gibt einige, die unter Ängste leiden. Es gibt einige, die unter Gefangenschaften leiden. Es gibt einige, die unter Abhängigkeiten leiden. Es gibt einige, die so viele Gedankenkarusselle haben. Ja? Es gibt viele unter euch, die die Probleme so schwer auf den Schultern tragen, die gar nicht mehr lachen können. Leute, glaubt mir, für alle Energien, ja, dieses Jahr 2023 ist ein sehr schwieriges Jahr. Ein sehr ballastreiches Jahr. Ein Jahr, wo viele Sachen aus dem Untergrund rauskommen. Viele Ängste, die euch nicht bewusst waren, werden sich aufzeigen. Okay, hier geht es darum, Stier, die Dunkelheit geht an Seite. Der Sonnenschein ist in deinem Leben und kommt ab der 2. Juli-Hälfte bis August kommt es wieder zurück. Sehe die Dinge aus einer humorvollen Seite, sehe die Dinge ehrlich und bodenständig, sehe die Dinge aus der Vernunft heraus, sehe die Dinge so, dass du dir auch eine Zeit nehmen kannst, um dich abzugrenzen. Ja, am 4. haben wir Stabilität auf der Arbeit, wir haben deine Projekte, die erfolgreich sind, wir haben Festlichkeiten, die ein oder andere Hochzeit, die kommt, du wirst eingeladen auf irgendwelche Veranstaltungen. Also es wird um den 4. herum eine sehr schöne Energie für dich da sein. Der 5. zeigt dir die Freiheit, die du verloren hast, die Freiheit, ja, schwierige Situationen anzugehen oder auch nicht. Am 5. kannst du ein bisschen in Nostalgie sein, ein bisschen
emotionaler unterwegs sein. Es kommt eine Benachrichtigung auf dich zu, ja, die dich schockieren wird. Es kommen aber auch Benachrichtigungen oder Situationen familiärer Natur, gerade mit den Kindern, wo du vielleicht überfordert bist, oder mit den Enkelkindern oder mit einem Kinderwunsch, mit einer Schwangerschaft. Egal, worum es geht, um den 5. und 8., 10. und 11. geht es darum, aus der Vergangenheit eine Situation zu klären. Eine Therapie vielleicht, einen Arztbesuch, ja. Etwas, was mit Unterhalt, etwas, was mit einem Kind, mit einer jugendlichen Energie zu tun hat, aus der Vergangenheit wird sich zwischen den 8. und den 11. und den 12. nochmal zeigen. Am 7. haben wir die Aufforderung vom Leben, Finanzen zu investieren, nicht zu sparen, sondern dein Geld auszugeben für sinnvolle Sachen, für eine Therapie, für eine private Legung, für eine Krawatte, für ein Eis, für was auch immer. Vorsichtig Schwangerschaften mit Fehlgeburten, vorsichtig Schwangerschaften, die nicht zu Ende gebracht werden können. Vorsichtig, es geht auch darum, ja, dass Konflikte auftreten können, wo du in der Fassung bleiben darfst. Also vorsichtig. Alles, was mit neuen Zielen, Projekten, Regenerationen, wo das Leben sagt, wir zwingen dich dazu, weiterzumachen, gehe aus der Ruhe heraus. Ich sehe einen Stier, der wirklich am 9. emotional angekommen ist. Am 9. und am 10. die Familie sucht, ja, die Liebe sucht, die Nähe sucht. Die Singles, ihr werdet jemanden kennenlernen, der vielleicht schon in einer Partnerschaft ist, der auch Kinder hat, ja. Vorsichtig, ob ihr euch darauf einlassen wollt oder nicht. Ihr könntet in einem Zwiespalt sein in der Liebe. Einige von euch habt ihr vielleicht eine Affäre. Jetzt schon, okay, gucken, wo die Reise hinführt. Einige von euch werdet ihr auf die Probe gestellt, weil jemand versucht, eure Partnerschaft, eure Familie, dein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen. Kehrt nicht zurück zur Vergangenheit, okay, wenn ihr merkt, dass diese Energie Gift ist. Wichtig ist, es gibt für alles eine Lösung. Du findest die Lösung für jedes Problem aus der Ruhe heraus, aus der Geduld heraus, okay? Du bist ein sehr materialistischer Mensch, das ist auch super, okay? Weil unsere materialistischen Dinge, Güter sind zwar terrenal, von denen wir ablassen dürfen, aber wir dürfen auch genau wissen, wie wir unsere Miete zu bezahlen haben, wie wir unsere Lebensmittel zu bezahlen haben. Und das gehört beim Tarot in den Materialismus rein, das heißt die Sorge, die Achtsamkeit, die Regelung der Finanzen wird wichtig sein. Alle Probleme, Situationen werden sich klären, aber es bedarf auch eine gute Energie von dir selber, okay, etwas dafür zu tun. Wir haben hier einen Teufel, wir haben hier ein Pärchen oder zumindest ein Mann und eine Frau, die dir nahestehen, können auch Arbeitskollegen sein, ja, ehemalige Arbeitskollegen, jemand, der mehr in deiner Nähe ist, familiär, freundschaftlich, der dir schaden möchte oder die... Dieses Paar, diese Freunde möchten einfach nicht, dass du glücklich bist. Hier raubt dir jemand die Freiheit, die Luft zum Atmen. Eine große Ballastsituation ist noch ein bisschen im Umschwung, um sich zu regenerieren. Ist aber nicht schlimm. Das waren die negativen Sachen. Die positiven Sachen ist Erfolg in den Finanzen, in der Liebe, im Umzug, in der Weiterbildung, auch für deine Kinder Ausbildungsplätze zu finden, für deine Enkelkinder, weil Stier auf einmal sagt, ja, ich habe die Schnauze voll, ich möchte kein Jammerkasten mehr sein, ich möchte keine Angst mehr haben, ja, ich möchte aus diesen Unruheständen, aus diesen schlaflosen Nächten rauskommen, ich verbinde mich mit meiner Intuition, ich verbinde mich mit meinen Ängsten, ich verbinde mich mit all dem, was wichtig ist und ich lasse meiner Fantasie freien Lauf und ich fange an, das Leben neu zu kreieren. Es kommen Versuchungen auf dich zu, es kommen Sachen mit Papiere, Dokumente auf dich zu, es kommen Entscheidungen auf dich zu, die wichtig sind, aber du wirst sie regeln. Ein Paar, bist du in einer Partnerschaft, ja, egal mit welchem Sternzeichen, wir haben hier eine gefestigte Partnerschaft, die erst durch die Hölle gehen darf. Eine Partnerschaft, und ich sage euch das aus Erfahrung, ja, mein Mann und ich haben das auch jetzt die letzten Monate durchstehen müssen. Und auch Juli bestimmt noch, ja, wir sind Stier, Jungfrau, Steinbock. Und guck mal, ne, diese Legung ist echt auch gerade mit unserer Situation. Das heißt, wir haben viele Störfaktoren, wir haben viel Einfluss von negativen Menschen, ja, von gehässigen Menschen, von falschen Menschen, von ganz vielen Toxinen, okay, wovon wir uns befreien dürfen. Wir meistern das super. Okay, aber bei euch ist es so, bist du in einer Partnerschaft, vorsichtig mit Untreue, vorsichtig mit Verleugnungen, vorsichtig mit Energien, die euch schaden möchten. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Bist du Single? Ja, es kommt jemand auf dich zu, wie ich vorhin schon gesagt habe, aber es ist so wie, was möchtest du? Vorsichtig, nicht sofort schwanger werden, keine Familie gründen, ja, mit jemandem, den du noch nicht wirklich kennst. Verleugnungen, falsche Behauptungen, ja, es kommen Menschen auf dich zu, die wirklich dir auch zeigen möchten, wie schön es ist zu leben. Das heißt, deine Legung ist eine sehr zwiespältige Legung. Ein Teil von Stier ist in der Bereitschaft, in der Offenheit, im Leben, im Empfangen, im Glücklichsein, im Erfolgskurs. Ja,
Der andere Teil ist in der Heilung, in der Schmerzverarbeitung, in der Unsicherheit, immer wieder noch Machtkämpfe zu haben. Und der andere Teil ist im Limbo und weiß gar nicht, wo er hingehört. Zu welchem Energiefrequenz Menschen möchtest du dich gerade entscheiden? Egal, was familiär kommt, ja? Um den 5., 10., 15., 25., 20. gibt es familiäre Dinge zu klären. Du siehst, die Karten machen sehr viele Sprünge, ja? Aber das ist auch wichtig. Das heißt, wir haben Stiere, so sehe ich euch, ja, die Gefühle entwickeln, die Gefühle haben, auf deren Gefühle man rumgetreten hat. Viele Stiere, von denen man viel erwartet und die aber auch die Bereitschaft haben, in ihrer Power zu bleiben, in ihre Power zu kommen und aus der Power heraus was zu lösen. Stiere, wo ich sage, es lohnt sich alle Male, ja, den Hut vor euch zu ziehen. Stiere, die das Schicksal in die Hand nehmen. Stiere, die Autorität beweisen, die Liebe beweisen, die auch wirklich hingehen und die beste Entscheidung treffen zu ihrem Wohlbefinden. Hier geht es darum, vor allen Dingen die Liebe kommt, das Mitgefühl kommt, die Barmherzigkeit kommt, der Neubeginn kommt. Stier, du glänzt aus allen Poren. Okay, die Freundlichkeit, die du hast mit dir, das Lächeln, was du dir selber schenkst, das Mitgefühl, was du dir selber schenkst, wird geteilt auf wundervolle Art und Weise. Und du wirst in den nächsten Wochen wirklich erleben, wie schön es ist, eine Stierfrau, ein Stiermann zu sein. Wie schön es ist, einen Zyklus zu schließen. Und wie schön es ist, ja, auch trotz Ängste und Schmerzen jemanden zu verabschieden. Wow, WMPBIJ. Ja, bei euch geht es viel um die Finanzen, den Umzug, die Reise und ab nach vorne. A, L, O, V und S. Hier geht es um die Familie, um die Kinder, um die Enkelkinder, um die Familie generell, okay? W, M, H, V, E und R. Hier geht es darum, wirklich eine Entscheidung zu treffen, die dein ganzes Leben verändern wird. Name, Kosename, Nachname, wie auch immer, pass es an. Schreib mir in deinen Kommentaren, was bei dir gerade am Start ist. Eine Monatslegung habe ich noch, eine zielorientierte Therapie für Juni. Schreib mich also an, bevor dieser Termin auch vergriffen ist. Ich wünsche dir alles Liebe und wir hören uns. Bye.